Hallo zur neuen Ausgabe Retro Snippets. Wie letztes Mal angekündigt, gibt es auch diesmal wieder was zum Basteln und zwar mit dem Philips G7000. Wie hier auffällt, da gibt es eine ganze Menge Kabelzeugs, was fest an der Konsole angebracht ist. Die ersten Joysticks und Antennenkabel sind da fest dran, auch das Stromkabel. Und das alles mal zu entwirren und natürlich auch den obligatorischen AV-Mod zu machen, das will ich jetzt heute mal angehen. Diese Boxen habe ich mir gerade mal zugelegt, wollte ich mal gerade zeigen, kann ja nicht schaden. Kommen die ganzen Widerstände rein und so weiter. Vorher habe ich immer alles in der großen Krabbelkiste gehabt und nie irgendeinen Plan gehabt, was ich eigentlich so habe. Tja, ganz praktisch. Na gut, dann fangen wir aber mal an. Das hier ist also das, was man jetzt so braucht. Die ganzen Widerstände und so habe ich mir da mal schön vorbereitet, dass ich die dann gleich alle griffbereit habe. Und diese Chinch-Buchsen, die kommen dann natürlich wieder in die Konsole. Ja, jetzt nehme ich also mal das Stück Lochrasterplatine und stecke schon mal alles grob zusammen, sodass man mal einen Überblick hat, wie groß das Ganze dann hinterher wird. Ich habe also den Schaltplan jetzt neben mir liegen und stecke das einfach erstmal locker zusammen. Hier ist dann schon ein bisschen was passiert und jetzt bin ich fertig. Noch den Kondensator da rein. So, okay, so sieht es dann also aus. So ist jetzt noch nichts miteinander verbunden. Das ist einfach alles nur irgendwo in der Lochrasterplatine. Und mal von der anderen Seite. Noch ist also gar nichts passiert. Dann befestige ich das Ganze jetzt erstmal, indem ich es also anlöte. Und man beachte die fürchterlich dreckige Lötspitze. Wie ja schon angekündigt, werdet ihr jetzt gleich Zeuge, wie ich sie säubere. Tja, und dazu nehme ich diesen leicht angefeuchteten Schwamm und siehe da, Heidewitzka, die Lötspitze ist sauber. Herrlich. Solche stahlwollartigen Dinger kann man natürlich auch nehmen. Dann ist das also jetzt fertig. Jetzt verbindet man mal so die ersten Bauteile miteinander. Jetzt hier mal umgedreht. Jetzt kann man sich also vorstellen, über diese beiden verbundenen Punkte ist jetzt also der Widerstand mit dem Transistor verbunden. Wenn man mal Punkte verbinden möchte, die etwas weiter voneinander weg sind, nimmt man einfach so ein kleines abgeknipstes Widerstandsbeinchen. Davon sollten jetzt im Moment ja einige rumfliegen auf dem Tisch. Das Ganze dann abgeknipst. Da hangelt man sich dann einfach am Schaltplan entlang, wenn man da so ein bisschen den Überblick behält, dann ist das eigentlich überhaupt keine große Kunst. Auch um die Ecke kann man da mal so ein bisschen miteinander verbinden. So kann es dann also aussehen. Und dann knipst man einfach mal den Rest ab und dann ist die Platine auch schon fertig. Ja, dann schauen wir uns mal die Konsole von innen an. Die große grüne Platine, das ist also die eigentliche Hauptplatine. Damit wird dann gespielt. Das kleinere grüne ist das Netzteil, was da einfach offen in der Konsole eingebaut ist. Und das hier ist wieder der RF-Modulator, der das Antennenbild macht. Und dieses Kabel hier, darum geht es dann. Das ist, da sind alle Signale drin enthalten, die wir dann für den RV-Mod brauchen. Also erstmal abgelötet vom RF-Modulator. Den brauchen wir jetzt also nicht mehr. Der kann entfernt werden.
Auch hier wieder 10 Meter lange Antennenkabel müssen rausgezogen werden. So, das ist alles über und kann aufgehoben oder entsorgt werden, wie auch immer. Und dieses Kabel, wie gesagt, enthält alle Signale, Audio, 5 Volt, Video und Masse. Mehr braucht es nicht für unseren AV-Mod. Und hier habe ich das dann schon mal angelötet. Mit was genau das verbunden werden muss, das kann man wieder mal auf dem Schaltplan sehen im Forum. Übrigens von Chin Fu, der hat das ganz toll aufgeschrieben alles. Ich baue hier also gerade das Tutorial von Chin Fu nach. Danke für dieses schöne Tutorial. So, zum Testen habe ich da jetzt also erstmal 2 Chinch-Buchsen angebaut, die jetzt so locker aus der Konsole rausragen. Ja, und das klappt auch gleich von Anfang an. Also, das hat schon mal funktioniert. Wenn man jetzt möchte, kann man die Hauptplatine auch mal lose schrauben und auf der anderen Seite ist ein Potentiometer angebracht, mit dem man die Helligkeit des Bildes noch so ein bisschen beeinflussen kann. Das ist dieses Ding da, das kann man dann so ein bisschen drehen und dann wieder ausprobieren. Ich habe es aber so gelassen, weil ich ganz zufrieden war. Jetzt klebe ich hier also gerade die kleine Platine fest. Dann müssen natürlich jetzt auch wieder die Chinch-Buchsen eingebaut werden. Wie das jetzt allerdings ganz genau funktioniert, das erspare ich euch mal und gehe mal zum nächsten Thema. Die Joysticks sind ja auch fest in der Konsole. Das möchte ich aber gerne mal ändern und deswegen werde ich jetzt mal solche Buchsen einbauen, wie sie auch im C64 zum Beispiel vorhanden sind. Dazu kann man das entweder in diese vorgefertigten Löcher machen oder daneben. Ich habe jetzt hier mal die vorgefertigten benutzt, denn da passen die eigentlich ganz wunderbar rein. Zum Befestigen braucht man dann so ein paar Schrauben und Unterlegscheiben und Muttern natürlich. Dann muss man sich noch markieren, wo die Schraublöcher sind und ja, dann kann man die auch schon festschrauben. Diese Buchsen müssen natürlich jetzt auch noch mit irgendetwas verbunden werden und dazu trennt man jetzt die fest angebrachten Joypad-Kabel einmal durch. Die Stücke Kabel, die zur Platine führen, die werden dann mit den Buchsen verbunden. Hier zeige ich jetzt gerade mal, wie man diese Kabel ganz gut abisolieren kann. Ich nehme da immer solche Abisolierzange, die ich ziemlich praktisch finde. Natürlich muss man jetzt noch wissen, welches Kabel ist denn für welche Bewegung zuständig. Also oben, unten, links, rechts, Feuer und Masse ist ja in diesen Kabeln versteckt. Ein Pinout habe ich leider nicht finden können, deswegen habe ich es einfach ausprobiert, indem ich das Ganze mal in Atari 2600 reingestöpselt habe. Also so einen abgetrennten Joystick habe ich jetzt mal angelötet an so einen Stecker. Und ja, nach ein bisschen hin und her probieren habe ich es dann also rausgefunden. Raus kam dann eben genau diese Belegung hier. Man braucht dann eben diese 9-poligen Buchsen, wie sie auch beim C64 vorhanden sind.
vorhanden sind und ja, dann kann man das Ganze anlöten. Und dann geht es natürlich noch weiter. Ich habe mich ja nicht zufrieden gegeben mit einem AV-Mod und zwei Joystick-Pultbuchsen. Ich wollte auch noch, dass mir die Konsole mal irgendwie zeigt, dass sie eigentlich gerade an ist. Dazu gibt es jetzt mal eine Power-LED. Dazu habe ich jetzt keine super mega krass helle genommen, wie sie heutzutage leider in billig DVD-Playern ganz häufig mal benutzt werden, sondern einfach eine ganz normale, die so ein bisschen vor sich hin leuchtet. Das hier ist dann noch der Vorwiderstand, der wird da jetzt mal an den, ich löte es gerade an den Pluspol der LED an, das ist immer der längere Pin an einer solchen LED. Hier habe ich dann schon die Kabel angelötet und jetzt streife ich da gerade mal so ein bisschen Schrumpfschlauch über das Konstrukt, was ich da gebaut habe, damit da nicht irgendwelche Kurzschlüsse entstehen. Schrumpfschlauch heißt deswegen so, weil er schrumpft, wenn man ihn erwärmt. Eigentlich macht man das ganz gerne mit so einem Heißluftföhn. Ich mache das immer mit dem Feuerzeug, weil ich keinen Heißluftföhn habe. Ja, man sieht, das Ganze zieht sich so ein bisschen zusammen über dem Widerstand und das wird also jetzt nie wieder verrutschen. Herrlich. So, dann habe ich mir ein Loch gebohrt. Das Kabel kommt da rein, dann drückt man das mit diesem Gummihalter einfach in das Loch und fertig aus. Hier ist der Punkt, wo der Strom vom Netzteil auf die Hauptplatine übertragen wird. Ich habe mich da mal farblich an die Markierungen gehalten, die da schon vorhanden sind. Also braun ist Plus und schwarz ist Minus. Das wird da einfach dran gelötet und das war schon mit der Power-LED. Hier sieht man sie mal gerade. Ja, und jetzt mal ganz kurz im Überblick. Hier also der AV-Mod, hinten mit den Chinch-Buchsen, dann die beiden Joystick-Buchsen. Und ja, ganz da hinten kann man, wenn man jetzt mal ganz genau guckt, die LED sehen, wie sie da durchs Gehäuse ragt. Ja. Und jetzt kann man sich nochmal diesem Netzteil widmen. Die Konsole hat ja leider keinen Ein- und Ausschalter, was irgendwie auch gar nicht geht. Man muss also den Netzstecker ziehen, um sie auszuschalten. Und auch das gefällt mir nicht. Hier also mal das Netzteil, ein ziemlich riesengroßes Gebilde. Und das hier ist dann mal ein Ein- und Ausschalter, der auch mit 220 Volt klarkommt. Also da kann man nicht einfach mal so einen kleinen Popelschalter nehmen. Auch hierfür wird wieder ein Loch gefräst, gebohrt, gehackt, wie auch immer. Und eine Unterbrechung im Kabel erzeugt. All das hier bitte nicht nachmachen, da laufen 220 Volt durch, nicht, dass da irgendjemand sein G7000 oder sein Haus oder sich selber abfackelt, das kann ja keiner verantworten. Also das hier ist natürlich nur ein Erfahrungsbericht, keine Anleitung, wie man es machen soll. Tja, und so sieht es dann also bei mir aus, meiner Erfahrung nach. Also das Netz Kabel ist einmal unterbrochen und wird dann durch diesen Ein- und Ausschalter entweder ein- oder ausgeschaltet. Natürlich ist mir dieses Netzteil relativ unsympathisch, Riesenklopper. Also wenn ich mal irgendwann ein 5-Volt-Netzteil finde, ein modernes, dann werde ich wohl das einbauen. Ja, so sieht es dann aus. Wenn man es einschaltet, dann geht die kleine Power-LED an, funzelt so ein bisschen vor sich hin. Und ja, außerdem kann ich natürlich jetzt auch mal einen guten Joystick benutzen, um mit dem G7000 spielen zu können. So, das war dann also die G7000-Mod-Folge der Retro-Snippets. Für alle die Leute, die mit Mods gar nicht so viel zu tun haben, Entwarnung, es geht jetzt auch mal wieder mit Spielen weiter und mit Konsolen und so weiter. Also bis dahin, viel Spaß beim Zocken und tschüss.